Hey Leute, ich bin's Conny und das hier ist der ultimative Please Donate Guide für gratis Robux am Smartphone und am PC. Denn meine alten Please Donate Videos sind ja jetzt schon über ein Jahr her und total veraltet. Damals war Please Donate noch eine komplett neue Sache und damals lief auch alles noch ein bisschen anders. Ich habe dazu mehrere Videos gemacht. Diese Videos waren aber nie so ganz vollständig, nie so ganz optimal. Und auch bis heute werden diese Videos immer noch angeschaut und dann gibt's Kommentare wie, oh, das funktioniert nicht oder das sieht jetzt anders aus oder ich habe erstellen nicht oder bla bla bla. All diese Probleme will ich jetzt lösen. Ich erkläre dir, wie Please Donate funktioniert, wie viele Robux du verdienen kannst und wann du die Robux auch verdienst. Und das alles in einem Video. Zuallererst stellt sich natürlich die Frage, was ist Please Donate? Dafür gehe ich einmal hier aus Roblox raus. Und das hier ist Please Donate. Please Donate ist dieses Spiel, erstellt von Hazem, jemanden, der super reich mit dem Spiel geworden ist. Und da gehe ich jetzt einfach mal die alte Please Donate Map. Die sah echt billig aus. Das hier ist ja jetzt schon sehr viel besser geworden. Hier gibt es auch schon Voice-Only-Server und man kann auch auf die alte Map gehen. Ich weiß aber gar nicht mehr genau, wo das ist, weil ich lange nicht mehr in Please Donate drin war, ehrlich gesagt. Hier, Legacy Map. Da gehen wir einfach mal rauf. Und so sah Please Donate damals aus. Das Prinzip von Please Donate ist ziemlich einfach. Du gehst zu einer Booth, drückst E, um sie zu beanspruchen. Oder klickst drauf mit deinem Finger, wenn du an einem Mobile-Gerät bist. Und dann sind hier einfach Sachen, die du verkaufst. Die Sachen, die du hier verkaufst, sind T-Shirts, Shirts, Hosen, Gamepässe oder vielleicht noch andere Sachen. Ich bin mir gar nicht so sicher. Die Please Donate auf deinem Roblox-Account findet. Und die können dann hier über diese Booth verkauft werden. Wenn sie dann verkauft werden über die Booth, dann bekommst du Robux. Weil es sind natürlich deine Produkte, die verkauft werden. Ich erkläre jetzt aber erstmal, wie viel Robux du bekommst und was du wirklich erwarten kannst. Weil, wenn jetzt zum Beispiel Spider-Man hier, der schon bei mir battelt, sich dazu entscheidet, bei mir für 20 Robux, diesen Artikel besitzt du bereits, ich kann es nicht selbst von mir kaufen, das Conny Gold Donation Shirt kauft, dann muss er natürlich 20 Robux dafür ausgeben und mir wurde dieses Shirt dann abgekauft. So, ich bin mal weggelaufen, weil die nicht aufgehört haben, mich zu belästigen. Von diesen 20 Robux bekommt erstmal Hazem, der Ersteller von Please Donate, eine Provision von 10%. Das heißt, 2 Robux gehen an Please Donate, dann bleiben schon mal 18 Robux übrig. Roblox zieht sich, egal wo und wie irgendwie etwas gekauft wird mit Robux, immer 30% ab. Das bedeutet, 6 Robux gehen an Roblox. 6 plus 2 sind 8, 20 minus 8 sind 12. Das bedeutet, 12 Robux kommen dann bei dir an. Du kannst damit rechnen, dass du 60% von dem bekommst, was du hier donated bekommst. 12 Robux, die erhältst du aber nicht sofort. Die bleiben erstmal pending. Das ist auch komplett normal, dass wenn du etwas auf Roblox verkaufst, dass die Robux erstmal zurückgehalten werden. Roblox möchte sicherstellen, dass der Kauf nicht rückgängig gemacht wird. Roblox möchte sicherstellen, dass die Robux, mit dem das Produkt gekauft wurde, auch echt sind. Roblox auch echtes Geld an diesen Robux verdient hat und so weiter. Ich zeige euch einmal, wo ihr sehen könnt, ob und wie viele Robux ihr bekommt. Dafür gehen wir einfach mal auf die Roblox-Webseite und können oben rechts auf unsere Robux drücken. Wenn ihr dann auf euer Robux-Symbol raufdrückt und dann nochmal auf Robux drückt, dann seht ihr eine Zusammenfassung von den Robux. Hier können wir zum Beispiel auf vorheriger Tag gehen und dann seht ihr, am vorherigen Tag habe ich 7 Robux durch Gruppen-Premium-Auszahlungen erhalten und ich habe 107 ausstehende Robux. Hier unten steht aber, dass ich nur 7 Robux erhalten habe. Ausstehende Robux, das ist der Ort, wo eure Robux, die ihr verdient, erstmal hingehen. Die bleiben da bis zu 2 Wochen drin. Manchmal dauert es nur ein paar Tage, manchmal dauert es aber halt auch wirklich 2 Wochen, bis ihr diese ausstehenden Robux bekommt. Ihr müsst nur mal warten, das ist so in Roblox. Ich habe auch ausstehende Robux, ich weiß gar nicht woher, aber das sind dann wahrscheinlich auch irgendwelche Verkäufe, keine Ahnung, was auch immer, was die letzten Tage so passiert ist. Vielleicht nicht unbedingt auf meinem Profil, sondern auf irgendwelchen Gruppen, wo ich Anteile bekomme oder sonst was. Ich weiß es nicht. Wenn dann die paar Tage rum sind, werden die ausstehenden Robux zu euren ganz normalen Robux zugezählt und dann steht hier zum Beispiel drin Gruppen-Premium-Auszahlungen. Beziehungsweise da würde dann wahrscheinlich auch drin stehen Gruppen-Auszahlungen, Warenverkauf. Wenn ihr etwas über Please Donate verkauft, steht das dann in Warenverkauf drin. Und dann habt ihr die Robux gut geschrieben und könnt sie dann auch ausgeben. Wenn ihr jetzt über das Handy in der Roblox-App seid, dann könnt ihr diese Übersicht nicht aufrufen. Ihr müsst auf die Roblox-Webseite raufgehen, indem ihr www.roblox.com eingebt und euch dann mit eurem Roblox-Account anmeldet. Solltet ihr eure Roblox-Zugangsdaten nicht mehr haben, dann ist das euer Problem. Also wirklich, ihr müsst natürlich eure Zugangsdaten wissen. Das ist total dumm, wenn man seine Zugangsdaten vergisst und dann trotzdem weiter mit dem Account spielt. Kümmert euch darum, dass ihr eure Zugangsdaten wisst. Über das Handy könnt ihr diese Übersicht nicht sehen. Und das, was ich euch gleich erkläre, geht auch nicht über die Handy-App. Ich meinte eben die Handy-App natürlich. Es geht, wenn ihr übers Handy macht oder übers Tablet macht, nur auf der Internetseite von Roblox. Ich sehe gerade, ich habe hier unten Geschenke. Gehe ich mal rauf. Dann sehen wir hier Offline-Spenden und dann steht hier ein Nice-Shirt. Ich habe ein Shirt verkauft an Technologie heute unterstrich YouTube. Er hat mir 7 Robux gespendet. Heim, mein Kanal heißt Technologie heute. Könntest du mir ich bitte mal in einem Video grüßen? Meinetwegen, Gruß geht raus. Hast du Glück, dass ich mir das mal anschaue? Ihr könnt mir natürlich auch gerne in Please Donate Sachen offline spenden. Ich gehe mal auf Haftung. Muss ich natürlich nicht machen, weil diese Robux, die habe ich natürlich so oder so schon bekommen. Ihr könnt ja zum Beispiel Roblox Conny eingeben, eine Nachricht dazu schreiben wie Hey ho, auf Geschenk gehen und dann lädt der Stand von Roblox
Props, Conny, also von mir. Und er lädt gerade irgendwie nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich glaube, es liegt daran, dass ich jetzt in der alten Welt bin. Weil das hier ist die neue Welt, aber der alte Stand, der falsch eingerichtet ist. Vielleicht dürft ihr nicht auf der Legacy-Map sein. Dann könnt ihr hier oben beim Stand Sachen kaufen. Ich gehe mal wieder auf Geschenk stoppen, weil das ist gerade eben ziemlich blöd gelaufen. Und ihr wollt natürlich jetzt wissen, wie ihr Sachen in Please Donate verkauft, weil ihr da vielleicht noch nichts drinstehen habt. Dafür gehe ich mal aus Please Donate raus. Ich zeige euch erstmal, wie das über die Webseite geht. Auf der Webseite habt ihr hier oben stehen erstellen. Wenn ihr das nicht stehen habt, dann seid ihr wahrscheinlich auf der mobilen Ansicht und ihr müsst wechseln auf die Desktop-Ansicht. Solltet ihr nicht wissen, wie man auf die Desktop-Ansicht wechselt, dann öffnet die Suchmaschine eurer Wahl und gebt ein euer Handy, dann der Browser, zum Beispiel Google Chrome, Desktop-Ansicht. Wo finde ich die Desktop-Ansicht? Steuere zunächst wie gewohnt deine gewünschte Webseite an. Ist die Seite einmal geladen, tippe auf die drei Punkte oben rechts, wähle im unteren Bereich die Option Desktop-Webseite. Die aktuelle Seite wechselt nun in die gewünschte Ansicht. Das wäre für Google Chrome. Das könnt ihr dann genauso machen für Safari oder für Firefox oder was auch immer ihr für einen Browser auf eurem Handy verwendet. Dann geht ihr oben auf Erstellen. Wenn ihr das erste Mal auf Erstellen klickt, dann könnte es sein, dass da noch Werbung für Roblox Studio kommt. Wenn nicht, dann solltet ihr direkt auf dieser Seite landen, wo ihr dann bei euren Schöpfungen seid. Dann navigiert ihr hier auf die Avatar-Items und könnt dann theoretisch T-Shirts und Shirts und Hosen erstellen. Das kostet aber immer 10 Robux. Und 10 Robux wollt ihr sicher nicht ausgeben. Ihr wollt es ja gratis machen. Dementsprechend geht ihr auf Erlebnis und dort sollte zumindest euer eigener Place sein, der so heißt wie euer Roblox-Name S Place. Diesen Place, den hat jeder standardmäßig auf seinem Account und auf den könnt ihr raufgehen. Wenn ihr den angeklickt habt, habt ihr hier links nochmal Auswahlmöglichkeiten. Auf dem Handy sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Da sieht es dann vielleicht so aus und da habt ihr links keine Möglichkeiten. Und dann geht ihr einfach auf die drei Striche hier oben und habt dann hier eure Auswahlmöglichkeiten. Oder könnt ihr zum Beispiel auf verbundene Items gehen. Und dann seht ihr hier Abzeichen, Pässe und Entwicklerprodukte. Worauf ihr klicken müsst, ist Pässe. Ich gehe mal wieder auf die Desktop-Ansicht für den PC. Die ist ein bisschen schöner. Dann gehen wir hier auf Pässe. Dann seht ihr hier Game Pass und da ist schon eine Big Donation dabei. Und genauso macht man das. Ihr geht auf einen Pass erstellen. Dann müsst ihr euch ein Bild aussuchen. Sucht euch deinen Namen aus. Nice Donation. Schreibt hier rein. Donation Game Pass. Bringt keine Spielvorteile. Weil der ist nur zur Unterstützung da für euer Spiel und jetzt kein richtiger Game Pass, der was macht. Tatsächlich müsst ihr ein Bild hochladen, dann sucht ihr euch irgendein Bild aus, darf natürlich kein Gesicht drauf sein, darf nichts Anzügliches sein. Ihr könnt zum Beispiel einfach Donation Game Pass oder so auf Google suchen. Geh mal hier rauf und wähle einfach mein gratis Robux Thumbnail aus. So, haben wir gemacht. Und dann gehe ich auf Pass erstellen. Sobald der Game Pass erstellt ist, steht er hier noch nicht zum Verkauf. Ihr müsst ihn nochmal anklicken, um ihn zu konfigurieren und geht dann hier links auf Verkäufe. Ihr wisst, am Telefon müsst ihr oben auf die drei Striche und dann auf Verkäufe gehen und dann sagt ihr Items zum Verkauf und schreibt hier rein zum Beispiel 1500 Robux. So, dann geht ihr auf Änderungen speichern und habt gratis einen Game Pass erstellt, der jetzt zum Verkauf dasteht. Hier steht auch schon Creator-Einnahmen 70%. Wenn ihr ihn über eure Spielseite verkaufen würdet, würdet ihr 1050 Robux bekommen, wenn ihr ihn verkauft habt. Da ihr es über Please Donate verkauft, gehen nochmal 10% an Hazem. Das bedeutet, 150 Robux gehen dann nochmal abgezogen. Das heißt, ihr bekommt dann nur 900 Robux. Das müsst ihr immer bedenken. Jetzt, wenn ihr den Game Pass erstellt habt, müsst ihr gar nichts mehr bedenken. Früher musste man sich noch die IDs irgendwie speichern oder so. Please Donate macht das inzwischen alles automatisch. Das heißt, ihr könnt einfach nur dieses Creator Dashboard hier verlassen oder halt einfach wieder zurückkehren zu Please Donate. Geht wieder rein in Please Donate. Dann kommt dieser Ladescreen. Ihr seid drin in Please Donate. Und dann könnt ihr zu einer Booth laufen. Ich halte E gedrückt. Dann ist die Booth geclaimed. Und wenn ich hier jetzt rüber scrolle, seht ihr 1500 Robux. Nice Donation. Game Pass. Der ist jetzt hier dabei. Genauso wie die Big Donation, die schon drauf war. Und natürlich noch die Donation aus irgendeinem anderen Spiel. Keine Ahnung, was das hier ist. Und ein Shirt und T-Shirt und noch ein T-Shirt, die ich damals in den Tutorials erstellt habe zu Please Donate. Aber jetzt geht's ja mit Game Passen und Game Pässe sind kostenlos. Oh, guck mal, das Ding hat schon geladen. Gratis Robux. Nice Donation. Das Bild wurde bestätigt. Schön. Ihr wollt natürlich auch Robux verdienen und wenn ihr hier einfach nur einen Stand erstellt, bekommt ihr nicht automatisch Robux. Ihr solltet euren Stand auf jeden Fall bearbeiten. Vielleicht irgendwas reinschreiben, womit ihr Leute überzeugt, dass sie euch Robux geben. Zum Beispiel könntet ihr reinschreiben, für eine Donation macht ihr irgendwas Besonderes, wo sich die Leute wirklich vielleicht denken, ja, dem donate ich. Oder irgendeine Masche müsst ihr euch einfallen lassen. Ich schreibe einfach please Robux, weil mir ist es jetzt nicht so wichtig, dass ich Robux donated bekomme. Ihr könnt hier links auch auf Stand bearbeiten gehen und hier oben nochmal auf, oh, gehen wir hier mal weg, auf dieses Zahnrad klicken. Dann seht ihr hier Booth Models. Könnt ihr verschieden auswählen, einfach mal rüber scrollen und viele von euch sollten eventuell schon diesen Doors oder diesen Pet Simulator X Stand haben, weil die bekommt man, wenn man in Doors oder Pet Simulator X ein Abzeichen bekommt. Ich mache jetzt den Doors Stand rein, auch wenn den inzwischen wahrscheinlich sehr viele schon haben werden, finde ich den ziemlich cool. Mit einem coolen Stand ist es vielleicht noch wahrscheinlicher, dass man was donated bekommt. Und das wäre natürlich auch schön, wenn
wenn ihr selbst ein paar Robux übrig habt, wenn ihr mal zu einer anderen Person geht und der dann auch mal ein bisschen was donatet. 5 Robux haben ja noch niemanden geschadet. Natürlich, wenn ihr nichts habt, braucht ihr es nicht machen. Ich hab's übrig, da kann man auch mal 5 Robux donaten. Goal 200, ja, 170 raised. Viel Erfolg für dein Goal. Today is my birthday, I would be happy. Ja, die Leute schreiben immer, hi, heute ist mein Geburtstag. Kann ich das glauben? Ich weiß ja nicht. Goal 10, ja komm, 10 kriegen wir zusammen. Du hast 2, das heißt, 8 fehlen noch. So, wir machen jetzt dein Goal voll. Bitte sehr. Today I went shopping with my mom, please donate. Das ist auch ein interessanter Grund. Thank you so much. Ja, kein Problem. Du musst nicht donaten, aber es würde mich sehr freuen. Ja, dann muss ich auch nicht donaten. Du hast ja auch schon so viel bekommen. Finden wir noch jemanden, der noch nichts bekommen hat? Ich donate jetzt noch jemanden, der 0 Robux raised hat. 27, 0 Robux raised. Komm, du bekommst von mir auch 10 Robux. Und so kann man gratis Robux verdienen, indem man einfach in dem Spiel steht und wartet, bis einem jemand donatet. Vielleicht irgendwas macht. Ihr könnt natürlich rumrennen und betteln, meinetwegen. Aber ihr braucht nicht erwarten, dass ihr damit super reich werdet, weil im Endeffekt ist es nichts anderes als herumbetteln und nicht jeder hat Bock, Bettlern Geld zu geben. Die beste Möglichkeit, Robux zu verdienen, ist es immer noch, Spiele zu erstellen. Ich verstehe, dass viele von euch vielleicht keine Spiele erstellen können, weil sie keinen PC oder Laptop haben. Ich verstehe, dass viele von euch vielleicht keine Spiele erstellen können, weil sie einfach nicht wissen, wie es geht. Aber solltet ihr einen Laptop oder einen PC haben, auf dem man Roblox Studio runterladen kann, schlage ich euch vor, dass ihr es einfach mal versucht. Es gibt auch ziemlich einfache Spiele, die man erstellen kann. Man braucht nur eine gute Idee, die man halbwegs umsetzen muss und kann damit schon ein paar Robux verdienen. Und das ist ja dann nur ein Anfang und ihr könnt immer weitermachen. Ich lege es euch wirklich ans Herz. Versucht, Roblox Studio zu lernen. Damit könnt ihr am besten Robux verdienen. Ihr habt ja gesehen, bei mir waren auch wieder ausstehende Robux. Ich habe ja damals all meine Robux, über 20.000 Robux, an Zuschauer wegdonatet. Ich habe jetzt wieder 3.000 Robux, obwohl ich regelmäßig welche ausgebe. Einfach nur, weil ich immer so ein bisschen beteiligt war an Roblox-Spielen. Wenn ich jetzt selbst mein eigenes großes Spiel rausbringen würde, hätte ich natürlich noch viel mehr Robux. Aber wenn man natürlich an einem großen oder komplexen Spiel arbeiten möchte, dann nimmt das sehr viel Zeit in Anspruch. Die Zeit habe ich leider nicht. Vielleicht mache ich es irgendwann. Ich hätte schon Lust drauf. Aber ich bekomme ja aktuell so schon genug. Alleine dadurch, dass ich ein paar Prozentanteile von Spielen von Crafter bekomme. Und dann auch noch das bewährte alle Roblox-YouTuber-Spiel habe. Solltet ihr irgendwas nicht verstanden haben, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich beantworte die Kommentare. Es sei denn, ihr kommt jetzt irgendwie so ein Jahr später und die Frage wurde schon 100-mal beantwortet. Schaut bitte natürlich immer in den angepinnten Kommentar und ob schon irgendwelche Kommentare dazu bestehen, weil ich beantworte nicht denselben Kommentar 100-mal. Guckt euch die Kommentare an, bevor ihr welche schreibt, das wäre echt nett. Und wenn jemand eine Frage geschrieben hat, die ihr euch selbst stellt und die ich noch nicht beantwortet habe, dann gebt ihm einfach einen Daumen nach oben. Dann ist es wahrscheinlicher, dass ich sie sehe. Warte, ich will auf den Blimp springen. Na, egal. Und wenn ihr am Handy seid und nicht wisst, wie ihr auf die Roblox-Webseite kommt, wie ihr euch anmeldet oder wie ihr auf Erstellen klickt, googelt einfach. Googelt, wie kommt man auf die Roblox-Webseite, euer Telefon dazu. Googelt, wie kriege ich die Desktop-Ansicht. Desktop-Ansicht ist das, was ihr suchen müsst, um auf die Desktop-Ansicht zu kommen. Und dann euer Telefonmodell oder der Browser, den ihr verwendet. Und dann habt ihr im Grunde dasselbe wie ich, nur dass es vielleicht ein bisschen komprimierter ist, weil der Bildschirm etwas kleiner ist. Und genau das gleiche geht auf Erstellen, dann auf euer Spiel. Dann müsst ihr einfach nur einen Game Pass erstellen und ihn konfigurieren, dass er zum Verkauf steht. Und so könnt ihr dann auch Sachen zum Verkauf anbieten. Das war's dann aber mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Klickt jetzt bitte auf das Video, das hier eingeblendet wird. Bis dann und ciao!